Hallo und herzlich willkommen bei Ubi Testet. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute aus Andalusien mit dem neuen Ford Puma. Ein wunderschönes SUV oder Crossover-Modell, wie es auch Ford gerne nennt. Und zwar auf der Basisplattform des Ford Fiesta. Wir haben 4,20 Meter lang, ist der gute. Hier in einem wunderschönen Rubirot Metallic. Für mich immer noch die schönste Lackierung, die Ford im Angebot hat. Auf 18 Zoll Rädern steht unser Titanium X. Ab Werk geht's los mit der Ausstattungslinie Titanium. Darüber gibt es dann noch die Linien ST-Line und ST-Line X. Immer das X für noch mal etwas mehr an Ausstattung. Die Front ist typisch Ford-mäßig. Ich finde, das hat so ein bisschen was von Froschaugen, so ein bisschen nach oben gesetzt. Aber Ford würde wahrscheinlich sagen, das hier sind schlicht und ergreifend Ford GT. LED-Scheinwerfer, die sind übrigens ab Werk serienmäßig in der Abblendfunktion. LED-Nebelscheinwerfer, das Chromzierrad gehört hier schon zur Titanium X-Variante sowie die silbernen Applikationen am Unterfahrschutz. Die Seitenlinie, wie gesagt, klar gekennzeichnet und der Kofferraum hinten öffnet optional in diesem Segment sogar relativ einmalig elektrisch und sogar mit Sensorsteuerung. Dahinter verbirgt sich ein 456 Liter großer Kofferraum. Übrigens, wir haben eine Innenbreite von 100 cm. Das heißt, die meisten Kinderwagen passen da wohl ganz gut rein. Mit der Tiefe ist es natürlich so eine Geschichte. Den doppelten Ladeboden können wir übrigens hier sehr schön arretieren. Das finde ich eigentlich ganz praktisch gelöst. Der ist übrigens auch aus einem Sandwich-Bodentechnik oder einer Sandwich-Technik gefertigt. Darauf liegt alles wunderbar, aber ich muss ihn jetzt leider doch nochmal aufmachen, denn ich habe das Wichtigste natürlich ganz klar vergessen, das ist so typisch. Wir haben hier die sogenannte Ford Megabox, maximal 50 Kilo und sie darf auch mit Wasser befüllt werden, denn sie ist komplett mit Kunststoff ausgekleidet und dann gibt es da unten einen Plömpel, den kann man dann ziehen und dann kann das Wasser entweichen. Je nachdem, was ihr da einführt, ob das einfach irgendwelche Gummistiefel sind und Matschzeugs und dann spült ihr das einfach raus oder aber, wie gesagt, ihr wollt Goldi mitnehmen, dann einfach Wasser reinfüllen, Goldfisch rein und dann geht es in den Urlaub. Ich würde sagen, bevor wir das aber machen, ich steige vorne ein. Wir schauen uns an, wie es ausschaut innen. Der Türausschnitt ist angenehm groß, das ist ganz gut. Ich schließe mal hinter mir die Tür, damit es vielleicht ein bisschen schöner ausschaut. Ich habe den Sitz tatsächlich jetzt auf meine Größe von 1,78 eingestellt. Und ja, ich stoße hier vorne mit den Knien durchaus an der Sitzfläche an. Fühle mich persönlich mit meiner Größe allerdings noch ganz gut aufgehoben hier. Einen Kindersitz können wir natürlich gut hier unterbringen, anhand der Isofix-Verankerungen, die wir hier serienmäßig haben an den Außenpositionen. Ein wirklicher Fünfsitzer ist es definitiv nicht. Das sieht jetzt nicht nur so aus, weil ich so gewampert bin, aber immerhin zwei Kindersitze kriegen wir hier ohne Probleme unter. Ein Reboarder würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, außer hinterm Beifahrersitz, wenn keiner sitzt. Was sehr praktisch ist beim Titanium X, ist tatsächlich die Polsterung, die wir hier haben. Die ist anhand eines Reißverschlusses nämlich abnehmbar und kann dann gewaschen werden in der Waschmaschine. Oder aber wenn euch das Polster hier schlicht und ergreifend gar nicht mehr zusagt, geht ihr zum Ford-Händler, holt euch einfach einen neuen Sitzbezug, könnt den draufziehen lassen, alles schick. Stromversorgung übrigens ist kein Thema, weil gar nicht vorhanden. Es gibt keine USB-Anschlüsse. Sehr, sehr schlecht in meinen Augen. Da sollte Ford definitiv nachbessern. USB gehört hier hinten schlicht und ergreifend hin. Ein Luftauslass muss nicht sein, aber na gut. Wichtiger ist jetzt eher, wie es vorne ausschaut. Und ich würde mal sagen, ich steige nach vorne ein und dann erkläre ich euch hier vorne noch ein bisschen was. Vorne links sitzt es sich erst einmal im Titanium schon mal auf Sportsitzen oder sportlich ausgelegten Sitzen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Die haben ordentliche Seitenführung, man sitzt bequem. Die Sitzfläche ist sogar angenehm lang, hätte ich jetzt nicht gedacht für so ein Kompaktfahrzeug. Wir haben eine Massagefunktion. Des Weiteren haben wir hier natürlich eine Vollausstattung vor uns stehen. Ganz neu ist ein voll digitales Kombi-Instrument, was wir jetzt hier sehen.
Das bietet die Möglichkeit leider nicht einer Kartendarstellung wie aus dem Volkswagen-Konzern etwa bekannt, sondern wir können hier lediglich uns einfach nur die Navigation eingeben. Finde ich jetzt ein bisschen schwach, muss ich zugeben, könnte man ein bisschen besser machen. Ansonsten gibt es jetzt hier auch nicht so viel her, wie man jetzt vielleicht vermuten lassen würde. Dennoch sehr schön aufgelöst, Anzeigevielfalt ist auch sehr hoch, gefällt mir, kann man machen. Dann der altbewährte 8 Zoll Sync 3 Bildschirm. Übrigens, das Navigationssystem Sync 3 ist serienmäßig an Bord, bereits ab Titanium. Auch die Menügestaltung kennt man mittlerweile von Ford. Auf Home sind wir, dann haben wir hier eine schöne kleine Kartenübersicht, wir haben die Mediaübersicht und die Telefonübersicht. Ich mag diesen Home-Bildschirm sehr, sehr gerne. Ansonsten, die Tasten sind angenehm groß, das ist auch sehr praktisch. Gerade wenn man beim Fahren das Ding irgendwie bedienen will, dann trifft man wenigstens diese Tasten. Also sind nicht so fummelig und so klein. Finde ich sehr gut. Apple CarPlay, Android Auto sind natürlich auch mit an Bord. Genauso wie diverse Konnektivitätslösungen. Wir haben einen WLAN-Hotspot verbaut und mit Ford Pass Connect ist der Wagen dann stets online. Es ist eine SIM-Karte verbaut, die auch für den E-Call, also für den automatischen Notruf, vorhanden ist. Ansonsten sorgt Ford Pass Connect dafür auch, dass wir Realtime-Traffic-Informationen bekommen. Ein klassisches Klimabedienteil, was ich sehr zu schätzen weiß, haben wir hier auch. Ein Zonenklimaautomatik, auch völlig ausreichend. Hier vorne eine Induktivladeschale, da wird das Handy reingelegt, liegt dann auf einer gummierten Oberfläche, rutscht nicht umeinander, wie im Ford Focus etwa, da rutscht es gerne von der Ladefläche weg. Hier liegt es einwandfrei drinnen. Da fehlt sich nichts. Wir haben einen USB-Anschluss, USB-A übrigens, kein USB-C bis dato. Dann haben wir hier für fahrrelevante Sachen wie den Fahr-Modi-Schalter, die Traktionskontrolle, die wir deaktivieren können, den Parkassistenten, den wir aktivieren können, die Parkdis-Hilfe ausschalten oder aber die Start-Stopp-Automatik ausschalten. Die Materialien sind durchweg gut. Das ist üblicher Standard, würde ich einfach mal sagen. Sehr positiv zu erwähnen, wieder das B&O-Audiosystem, was sehr, sehr schön klingt und mir besonders gut gefällt. Aber wie er jetzt auf der Straße mir gefällt, das werden wir jetzt erleben. Wir rollen gerade geräuschlos hier im Verkehr. Er liegt tatsächlich an dem Mild-Hybrid-System, was hier verbaut wurde im Ford Puma. Und zwar setzt sich dies zusammen aus einem Elektromotor, der 11,5 kW leistet und dem 125 PS 1 Liter Dreizylinder EcoBoost-Triebwerk. Das Ganze ist dann so geschaltet, dass wir eine kleine Batterie haben, die immer wieder gespeist wird durch die Bremsenergierückgewinnung und dann dafür sorgt, dass auch im unteren Drehzahlbereich genügend Kraft vorhanden ist, wo tatsächlich der 1 Liter Dreizylinder immer so ein bisschen Drehmoment schwach ist. Mit dem 155 PS Topmotor, den wir jetzt hier noch nicht verbaut haben, sondern wir fahren die 125 PS Variante mit Hybridsystem, gibt es dann maximal 240 Newtonmeter Drehmoment anstatt der 170 bzw. 190 mit Overboost-Funktion beim normalen EcoBoost. Anspringen tut das Ganze extrem schnell und zwar in 300 Millisekunden. Das merkt man wirklich kaum, dass der Motor angeht. Also da gibt es keinen Ruck oder ähnliches. Der geht sehr, sehr sanft zur Sache, springt sehr sanft an. Unten bleibt der Dreizylinder-Charakter bestehen. Wir haben ihn typisch schnarrend unter Last. Die gesamte Geräuschentwicklung des Motors ist perfekt abgekapselt vom Innenraum. Auch die Windgeräusche sind relativ niedrig gehalten. Das 6-Gang-Schaltgetriebe lässt sich angenehm schön sortieren von den Gängen. Das Fahrwerk, da haben die Kölner in der Pressemitteilung extra geschrieben, dass sie es straffer abgestimmt haben. Na klar, höherer Schwerpunkt. Wir versuchen also, das Fahrzeug sich weniger in der Kurve neigen zu lassen. Das haben sie gut geschafft. Aber Fahrwerksspezialisten sind sie in Köln für meine Begriffe so oder so schon. Das schaffen sie sehr, sehr schön hier. Einen guten Mix zwischen Komfort und dynamischem Kurvenverhalten zu schaffen. So macht dann der
Wagen auch durchaus Spaß. Kommen wir natürlich zum wichtigsten Punkt der Effizienz. Ist denn so ein Mild-Hybrid-System wirklich sparsamer als der ohne Hybrid-System? Kann ich leider nicht 100%ig sagen. Was ich empfinde ist, erstens, er ist druckvoller im Keller, wo man es genau eigentlich gerne hätte bei einem normalen Dreizylinder EcoBoost. Das macht er schön, sparsamer. Kann ich leider noch nicht auf diese Eintagestour hier in Malaga oder rund um Malaga erfahren. Dafür braucht es dann einen ausführlichen Alltagstest, der sicherlich dann auch nochmal folgen wird bei Gelegenheit. Bis dahin muss ich zugeben, macht der Wagen schon mal einen wirklich guten Eindruck hier auf der Straße. Für uns war heute das Ziel das Meer. Wir haben das Meer erreicht mit dem Ford Puma. Damit endet das Review zum Erstkontakt des Ford Puma auch hiermit. Kurzer Preiseindruck und Einschätzung. 23.150 Euro kostet der Wagen mindestens mit dem 1 Liter Dreizylinder EcoBoost in Deutschland. Ohne Hybridisierung, mit Hybridisierung geht es dann bei 25.000 Euro los für die 155 PS Variante in der Titanium Einstiegsvariante. Die Titanium Variante ist aber sehr umfangreich ausgestattet, unter anderem mit 17 Zoll Leichtmetallrädern, dem Sync 3 Navigationssystem oder aber LED-Scheinwerfern. Somit ist da schon viel drinnen, was bei anderen Mitbewerbern durchaus noch ordentlich Aufpreis kostet. Somit ist der Preis ordentlich und mir gefällt er, wie gesagt, optisch auch ganz gut, er fährt sich schön. Die Frage ist aber, wie gefällt er euch da draußen? Schreibt es mir unten in die Kommentare, lasst uns ein bisschen über den Ford Puma diskutieren und ich sage damit Tschüss und Servus hier aus Andalusien mit dem wunderschönen Meer.